Okay, ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. War heute ja ein sehr erfolgreiches Spiel, 7:0. Was hat heute alles richtig gut gepasst? Ja, erstmal danke. Ja, wir haben von Anfang an Gas gegeben. Uns ist natürlich entgegengekommen, dass wir früh das 1:0 gemacht haben. Ich muss auch ein Kompliment an Heide aussprechen, dass sie nicht versucht haben, komplett sich mit allem Mann hinten reinzustellen. Sie haben trotzdem versucht mitzuspielen und haben uns dann hinter der Kette Räume gegeben. Die haben wir gut ausgenutzt und ja, haben von Tor zu Tor gedacht. Also wir haben immer wieder weitergemacht und dementsprechend auch komplett verdient 7:0 gewonnen. Du hast ja heute auch 3 Tore gemacht. Gibt es überhaupt noch was du besser machen kannst? Natürlich gibt es immer die eine und andere Chance, die man vielleicht noch besser hätte ausspielen können, aber ja, 3 Tore habe ich auch, glaube ich, noch nie geschossen in einem Spiel. Dementsprechend. Danke. ja, wir müssen uns konzentrieren auf die nächsten Wochen. Die drei Spiele sind noch sehr, sehr wichtig, entscheidend für uns. Wir schauen jetzt erstmal auf das Spiel gegen St. Pauli und schauen nur auf uns und freuen uns trotzdem, dass wir jetzt erstmal das Spiel heute positiv gestalten können. Ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg für die nächsten Spiele und viel Spaß beim Feiern heute. Danke. Ja, auch dir herzlichen Glückwunsch. War ein super Spiel heute, 7:0, verdient gewonnen. Was glaubst du, lief jetzt wieder richtig gut? Was lief besser? Oh, ich glaube, wir haben einfach die Tore gemacht dann, direkt am Anfang. Und das macht es dann einfacher und auch nachgelegt. Und ich fand, wir hatten vorher einige Spiele auch am Anfang der Saison, wo wir dann nicht die Tore nachgelegt haben. Und dann hinten raus immer noch Probleme gekriegt haben. Und ja, heute haben wir sie gemacht und hatten dann hinten raus einen ruhigen Abend. Ja. Du hast ja heute auch eine Vorlage gemacht. Genau. Wie fühlt sich das so an? Wird das jetzt bis jetzt zum Offensivmann doch? Nee, aber ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei, ne? Wenn das so ein langer Ball ist. Und dann hat der Deichi gut gemacht. Und ja, kann ich mich bei ihm bedanken. Ne? Was nimmst du dir denn persönlich für die nächsten Spiele vor? Es kommen jetzt noch 3 wichtige Spiele bis Weihnachten. Ja, genau. Ja, ich glaube, wir haben heute mal wieder 0 gespielt. Das ist so ein Ziel auch für die nächsten Spiele, hinten mal die 0 zu halten. Und vorne sind wir immer für Tore gut. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Dankeschön. Und viel Spaß heute Abend beim Feiern. Dankeschön. Danke, danke.